Wir sorgen dafür, dass der Brut im letzte Stunde schlägt. Den Henker ein für alle Mal. Das Handwerk jetzt gelegt. Es breche über sie das Horn. Die finstere Flut herein. Das soll der Krieg des Volkes. Der Krieg der Menschheit sein. Eines dritten Weltkriegs oder einer Rückkehr in die Ära des Kalten Kriegs. Dieses Mal werden die Menschen in der Ukraine zusammen mit den Menschen im Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen, Libyen und anderen den Preis der Abrechnung zwischen den Weltmächten mit Tod, Zerstörung, Vertreibung, Entbehrung und Leid zahlen. Sie werden Opfer der Auseinandersetzung, um die Welt neu zu teilen und die Einflusssphären dieser Mächte neu zu definieren. Diese Kampagne markiert den Beginn einer neuen Ära von Zusammenstößen, Konflikten und Polarisierungen auf der ganzen Welt. Die Voraussetzungen für China und Russland sind gegeben, um sich angesichts der militärischen Angriffe der NATO sowohl als wirtschaftliche Pole als auch als Militärmacht zu präsentieren. Und sie übernehmen parallel zu den USA und der NATO unverhohlene Aggression, Intervention und Militärkampagnen als offizielle Politik zur Lösung von Konflikten und zur Beilegung von Streitigkeiten. Wir erleben eine Phase in dem Regimewechsel, offener Militarismus, Militärkampagnen und Besatzung zur Lösung von Konflikten und untergeordneten Konkurrenten, nicht länger die ausschließliche Domäne der USA und der NATO sind. Durch den Einmarsch in der Ukraine hat Russland den leblosen, marginalisierten Leichnam des russischen Militarismus wiederbelebt. Das unverhohlene Gerede der offiziellen russischen Medien über die Notwendigkeit einer pro-russischen Regierung in der Ukraine ist eine Wiederholung von Argumenten, die die Bedrohung durch die Massenvernichtungswaffen und Weltsicherheit, die der Westen angeführt von den USA geführt hat, seit Jahrzehnten, um die reaktionäre Politik zu legitimieren, mit der die zivilisierte Menschheit konfrontiert ist und die sie seit Jahren zurückgedrängt hat. Der russische Angriff auf die Ukraine sowie die erneute Kriegslust und Arroganz Russlands werden schwerwiegende Folgen für die globale Sicherheit, Polarisierung und militärische Verschwörung zwischen der NATO und Russland, China sowie für die politische Ausrichtung anderer Länder und schließlich für den wachsenden Militarismus haben. Es waren nur zwei Tage nach Beginn der Kampagne, als wir sahen, wie ein gefährliches Wettrüsten begann. Die Militärbudgets der bürgerlichen Staaten verzehnfachen sich und das Streben nach Atomwaffen wurde für bürgerliche Länder wie Weißrussland zur Priorität. Die rivalisierenden Pole der Welt versuchen, das Beste aus dem Schmerz und der Hölle zu machen, die sie dem ukrainischen Volk zugefügt haben, indem es die pro-amerikanischen osteuropäischen Länder den aktuellen Militäranstrengungen und der Zurückhaltung der NATO in die Situation einzugreifen unterwirft, hat Russland den größten Nutzen daraus gezogen. Während die USA versuchen, die längst erloschene Rolle der NATO wiederzubeleben. Der Aufstieg des russischen, amerikanischen, europäischen und ukrainischen Nationalismus, der sich in den Medien widerspiegelt, wird negative Auswirkungen auf die politische und soziale Atmosphäre der Welt haben. Die Arbeiterklasse und die freiheitsliebenden Massen der Welt von heute, wütend auf Krieg, Militarismus und die Brutalität, lehnen diesen Krieg und die Militarisierung der Welt entschieden ab. Als arbeiterkommunistische Parteien im Nahen Osten stehen wir Schulter an Schulter
mit der globalen Arbeiterklasse, um den Eingriffen in das menschliche Leben durch die reaktionären Kräfte ein Ende zu setzen. Kräfte, die von Ländern vertreten werden, die so schwer bewaffnet sind, dass sie im Handumdrehen zerstören können. Auge kann ein Auge das Leben von Millionen von Menschen auslöschen. Eine Welt ohne diese Kräfte, die die Quelle der Unsicherheit und unzähligen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, ist sicherer und humaner. Diese Barbarei und Brutalität zu beenden, Menschen wie Putin, Biden, Macron zu unterwerfen, ein Leben frei von Krieg, Blutvergießen, Töten, Zerstörung zu gewährleisten, ist unsere Mission und die der globalen Arbeiterklasse und freiheitsliebenden Bewegungen auf der ganzen Welt. Kommunistische Arbeiterpartei des Irak, Hekmatitische Partei, Kommunistische Arbeiterpartei Kurdistan. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. بیانامه نه به جنگ احزاب کمونیست کارگری کردستان، حزب حکمتیز خط رسمی و حزب کمونیست کارگری عراق از طرف یکی از رفقای آلمان خوانده شد.